dieses Bildes. Aber mag sein, dass Sie gleich keine ganz so große Lust mehr auf Weihnachtsmänner aus Schokolade haben. Vor allem, wenn sie billig sind. Denn dann liegt Ihnen meist das zugrunde. Kinderarbeit unter härtesten Bedingungen. Eigentlich ist es einer der wichtigsten Gründe, warum die EU überhaupt existiert, dass sie unsere Interessen in der Welt schützt. In Handelsverträgen kann sie soziale Mindeststandards erzwingen. Das dient nicht nur unserem Schutz vor Dumping. In Afrika etwa wäre es in unserem Interesse, wenn die Menschen dort von ihrer Arbeit leben könnten, damit sie nicht flüchten müssen. Aber ausgerechnet dort hat die EU auf solche Mindestanforderungen verzichtet. Gudrun Kirfe. Der Schokoladenbrunnen im Kölner Schokoladenmuseum. Für Kinder ist es das Paradies. Erwachsene verstehen das sehr gut. Lieben Sie Schokolade? Ja. Gerne, als es mir gut tut. M&M's mit Erdnuss. Vom Paradies in die Schokoladenhölle gleich nebenan. Auch hier geht es um Kinder, um Kinderarbeit. Im Moment, wo man Schokolade isst, denkt man ja nicht an, dass da Kinder dafür arbeiten. Jeder sagt, ja, es ist schlimm mit Kinderarbeit, aber ich glaube, so wirklich was dagegen machen, tut hier keiner, ne? Vor 4 Jahren lief ein Film im Ersten vom dänischen Dokumentarfilmer Miki Mistrati, Schmutzige Schokolade. Er zeigte Kinderarbeit auf Kakaoplantagen von den Kindern der Farmer, oft sogar von Kindersklaven, aus den Nachbarländern entführt, um an der Elfenbeinküste Kakao zu ernten. Es sind Hunderttausende Kinder. Solche Bilder waren eine Imagekatastrophe für die Schokoladenhersteller. Sie ließen Filme drehen mit glücklichen afrikanischen Kindern in neu gebauten, schönen Schulen. Tatsächlich wurden auch einige Dutzend Schulen gebaut. Hier blieb es beim Rohbau. Bei anderen gab es kein Geld für die Lehrer. Heute haben die Firmen Nachhaltigkeitsabteilungen und sie haben viele freiwillige Selbsterklärungen abgegeben. Die Sprecherin der Süßwarenindustrie, die hier in Brüssel Lobbyarbeit macht, wird gar nicht müde zu betonen, wie sehr sie Kinderarbeit ablehnt. Wir arbeiten hart, um Kinderarbeit zu verhindern. Aber wir können als Industrie das Problem nicht lösen. Vorbeugend machen wir sehr viel. Warum ist der Kampf gegen Kinderarbeit so schwer? Es liegt vor allem am Preis. Er war mal doppelt und dreifach so hoch. Im Moment zieht er zwar gerade über $3000 pro Tonne an, aber das sind Hamsterkäufer aus Angst vor Ebola. Das Geld, das bei den Bauern tatsächlich ankommt, reicht nicht für Saisonarbeiter, nur für Kinder. 1 Million sollen es immer noch sein, so ein industrienahes Institut. Und was hat die EU damit zu tun? Könnte sie etwas gegen Kinderarbeit in Westafrika machen? Friedel Hütz-Adams ist Kakao-Experte am Südwind-Institut in Bonn. Wir haben im Moment die Situation, dass es genaue Vorschriften gibt über Schadstoffe, die in Schokolade erlaubt sind, Pilzreste, was genau in Schokolade überhaupt rein darf. Das hat die EU bis ins Detail vorgeschrieben. Wir haben aber keine bindenden Vorgaben darüber, wie die sozialen Zustände in den Anbaugebieten sind und wie ich Kinderarbeit ausschließe. Es gibt Schokoladenrichtlinien der Europäischen Union, Verordnungen über das Kakaofett. Alles, was rein darf, ist geregelt. Nur die Produktionsbedingungen sollen egal sein? Im Augenblick hätte die EU eine große Chance, etwas für die Kinder in Afrika zu tun. Ganz heimlich, am Rande des ganzen Lärms um TTIP, das große Freihandelsabkommen mit den USA, wird nämlich gerade ein kleines Handelsabkommen abgeschlossen mit Westafrika. Es heißt EPA. EPA böte die einmalige Chance, etwas gegen Kinderarbeit zu tun. Im Gegenzug für Handelserleichterungen könnten Menschenrechte aufgenommen werden. 66 Seiten Vertragstext sind ausgehandelt. 66 Seiten, in denen das Wort Kinderarbeit keinmal auftaucht. Der Vertrag ist fertig. Nur noch die Regierungen müssen zustimmen und das Europaparlament muss Ja sagen. Es wäre aber eine Chance für die Kinder, wenn die Parlamentarier Nein sagen. Bernd Lange von der SPD gibt der Vertrag zumindest Rätsel auf. Es ist schon merkwürdig und wir werden das ja auch noch im Parlament zu bearbeiten haben, dass es weder eine Menschenrechtsklausel gibt, noch die Nachhaltigkeitskapitel, die sonst sehr
ausgeformuliert sind, gerade was die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation betrifft. In diesem Fall ja im Grunde nur eine halbe Seite fromme Worte darstellen. Dafür dürfen die EU-Länder fleißig weiter ihre Reste nach Westafrika entsorgen. Gefrorene Hühnerbeine, Elektroschrott, Altkleider. Die europäischen Exporteure werden die großen Profiteure von EPA sein. Wir bekommen dafür weiter Rohstoffe zum Spottpreis aus Afrika. Sven Giegold findet diesen Vertrag ungerecht. Ungerecht für Westafrika. Es dürfen zwar in Zukunft Investoren Klagen erheben und Druck entfalten, wenn Länder sich nicht den Investoren entsprechend verhalten, aber den Schutz der Umwelt und der Menschenrechte, das ist über diese Verträge nicht hart gesichert. Und das liegt daran, dass auch hier im Parlament, aber auch bei der Europäischen Kommission, es kein Interesse gibt, Standards für Menschenrechte und die Umwelt im internationalen Handel wirklich scharf zu stellen. Wir hätten gerne den zuständigen Kommissar gefragt, warum keine Menschenrechte im Handelsvertrag auftauchen. Aber Karel de Gucht musste seinen Platz räumen und die Nachfolgerin ist noch nicht eingearbeitet. Okay. Bis auf Weiteres werden wir also überwiegend Kinderarbeitsschokolade naschen. 11 Kilo im Schnitt pro Jahr. Nur damit kein Irrtum entsteht, wenn Erntearbeitern in Afrika faire Löhne gezahlt würden, dann wäre der Schoko-Weihnachtsmann bei uns gerade mal ein paar Cent teurer. Das sollte wohl möglich sein. Das war's von uns. Mehr Informationen jetzt von der Tagesschau. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Wir alle im ARD Europa Studio.